Hier mal eine Zusammenstellung der wichtigsten Integrale in ähnlich einer Formelsammlung, damit Sie mal so ein paar auf einen Blick haben. Das ist immer jeweils die Umkehrung, wenn wir das uns an die E-Funktion erinnerten, dann konnte man ja sagen, dass die E-Funktion abgeleitet wieder sie selber war. Also ist natürlich das Integral der E-Funktion auch nichts anderes als die E-Funktion selber. Bloß eine Konstante für die Ableitung des unbestimmten Integrals. Man konnte natürlich sagen, dass das Integral von 1 durch x dx nichts anderes ist als ln x, dann natürlich plus c für x ungleich 0 oder größer 0, dann passiert nichts. Ansonsten sollte man hier bitte schön Betragsstriche setzen, weil es ist halt immer die vom betraglichen x. Ansonsten für negative Zahlen müsste man dann ln minus x machen. Ansonsten analog, Sie kennen die Regel, wenn wir eine Logarithmusfunktion ableiten, dann haben wir ln, hier, Sie kennen das vielleicht noch, f von x, einen Strich dran, dann hatten wir unten die Originalfunktion und oben ihre Ableitung, das heißt, haben wir einen Ausdruck, in dem oben eine Ableitung steht von dem, was unten steht, dann ist das Integral davon nichts anderes als das ln von der unten stehenden Funktion plus natürlich einem c. Das sind schon sehr, sehr wichtige Regeln. Dann kommen natürlich noch irgendwo immer mal wieder konstante Funktionen drin vor. Also was passiert, wenn ich nicht nur e hoch x habe, sondern hier oben vielleicht noch eine beliebige Zahl. Dann muss ich ja nach Kettenregel eigentlich beim Ableiten das a nach vorne bringen. Das heißt, ich kriege eine Stammfunktion, wenn ich diesen Effekt ausschalte mit e hoch a, 1 durch a e hoch ax. Und bitte immer nicht das plus c vergessen. Dann können wir hier natürlich auch noch eine ganze Funktion oben reinhängen in die Lineare, also ax plus b. Dann haben wir natürlich nichts anderes als nach wie vor 1 durch a e hoch ax plus b, natürlich auch plus c. Und man kann auch noch das Integral vom Logarithmus umgekehrt angeben. Das braucht man auch immer mal. Ln x dx. Das können wir auch nachher noch herleiten, wenn wir die entsprechenden Regeln kennen. Man kann es sich aber auch in eine Formelsammlung schreiben und ablesen. Wichtig natürlich dabei wieder, x sollte größer als 0 sein, weil sonst ist der Logarithmus nicht definiert. Da kann man auch noch Konstante reinpacken. Es gibt insbesondere für die Informatiker noch wichtige Integrale. Zum Beispiel ist das Integral 1 durch 1 minus x Quadrat dx. Nicht trivial herzuleiten, aber man kann es machen. Ln von 1 plus x durch 1 minus x und darüber eine Wurzel plus c. Da kann man natürlich hier auch die Wurzel statt oben drüber als ein halb davor schreiben. Hierfür muss gelten, dass x-Betrag sogar kleiner als 1 ist, ist es größer als 1, dann muss man hier unten diesen Exponenten umdrehen. Dann haben wir 1 minus x² minus 1 d
dx. Man kann immer das, diesen umdrehen, indem man ein Minus ausklammert und dann da vorne vor das Integral schreibt. Dann haben wir auch kein Problem mehr. Und dann sieht das umgekehrt aus. Und aber doch sehr ähnlich. Und das ist für x-Betrag größer gleich. Also echt größer als 1. Dann gibt es noch einen ganzen Haufen andere wichtige Integrale. Da verweise ich auf die Einschlagseite. Also den Einband vom Taschenbuch Wirtschaftsmathematik aus dem ersten Semester. Oder einschlägige Formelsammlungen, die Sie selbstverständlich, wo Sie die auch einsehen können. Allerdings, ganz viele Integrale sind nicht geschlossen lösbar. Das heißt, man muss immer daran denken, es kann gut sein, dass sich keine einheitliche Funktion findet, mit der man das Integral lösen kann. Im nächsten Video werde ich Ihnen noch ein paar Lösungsmethoden zeigen oder in den nächsten Videos, um nicht alle Integrale auswendig können zu müssen, sondern eben halt auch ein paar herleiten zu können.